You are one step ahead of me, Helga, somehow with the questions all the time. Helga, du bist mir immer irgendwie einen Schritt voraus mit den Fragen. Es sind jetzt ein paar Fragen hier hereingeschneit aus Italien, auch aus Deutschland, die sich um die Kulturen der Gesellschaft drehen. In Italien haben wir, aus Italien haben wir eine Frage von einem Radiomoderator, der sehr stark für das Trennbankensystem Kampagne gemacht hat, auch Parlamentarier darüber interviewt hat. Aber seine Frage dreht sich eher um die Sache, warum es nicht mehr Leute gibt, die auf die Straße gehen, die politisch aktiv sind. Und er sagt Folgendes: Die Menschen scheinen einen Mangel an Mission zu haben, einer Vision, an Alternativen. Ist das wegen der heutigen Kultur, die einfach zu pessimistisch ist? Oder ist es, weil die Menschen heute von den Sinnen dominiert werden? Also wo sie halt nur von den letzten Genüssen, letzten iPhone beeinflusst werden und halt diese Mission ihnen fehlt, eine bessere Welt zu bauen. Wie können wir ihr Denken verändern? Und die andere Frage geht in dieselbe Richtung, eine ähnliche Richtung. Die Frage kommt aus Deutschland. Wie können all diese großartigen Menschen, die für den Nationalstaat gekämpft haben, die aber von der Oligarchie umgebracht worden sind, Ponto, Buback, Enrico Mattei, ersetzt werden? Kennedy, wie können solche Leute ersetzt werden? Und da wir diese Leute ja heute brauchen, wie kann das in einer kurzen Zeit gemacht werden? Wie können wir eine andere Kulturen, eine andere politische Situation schaffen? Ich würde dieser letzten Frage nur noch hinzufügen, dass wir ja zum ersten Mal, also erstens haben wir Helga Zeppler-Rusch hier und die kann jetzt auch die Frage etwas weiter ausführen und beantworten. Und bezüglich der ersten Frage. Ich glaube nicht, dass es der Kulturpessimismus ist, sondern die Tatsache, dass wir in Europa in einem oligarchischen System leben. Viele Menschen haben darüber nicht nachgedacht. Aber wenn wir mit den Leuten sprechen, wir haben ja jeden Tag Infotische auf der Straße und wir sagen den Leuten, hier ist es, was wir tun müssen. Und in 98% der Fälle kommt eine Antwort oder Variation der Antwort: Man kann ja sowieso nichts machen. Und ich frage die Leute dann gerne: Nun, wenn Sie das denken, in welchem System leben Sie dann? Leben Sie dann in einer Demokratie? Nun, vielleicht nicht. Vielleicht leben wir nicht in einer Demokratie. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, dass man erkennt, dass die EU als supranationale, also als überstaatliche Bürokratie organisiert ist. Dazu dann gibt es das Parteiensystem mit der Parteiendisziplin, wo man dann seine Karriere machen kann. Und das führt eben dazu, dass der normale Mensch eben extrem eingeschränkt ist in der Fähigkeit, überhaupt nur einen Überblick zu haben oder einen Durchblick. Denn dazu kommt dann noch diese Medienkontrolle. Und die Massenmedien, die Mainstream-Medien, und das sage ich ganz bewusst, ist so kontrolliert, wie sie während der Zeit von Joseph Goebbels gewesen ist. Sage ich sehr bewusst, das ist ein Zitat eines Redakteurs, eines Mitglieds der CDU, der das eben sagte, als jemand, der das von innen her kennt. Medienkontrolle definiert, was berichtenswert ist oder was niemals an das Auge der Öffentlichkeit gelangt, was akzeptierte Diskussionen sind und was nicht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich war gestern bei der Pressekonferenz in Washington, D.C. mit dem Kongressabgeordneten Walter Jones. Dort war Walter Jones, dort war Colonel Wilkerson, der Stabschef von Colin Powell, der ehemalige. Dort war auch der ehemalige stellvertretende Justizminister unter Reagan, Bruce Fein, Colonel Schäfer. Und die haben wirklich wunderschöne, leidenschaftliche Reden gehalten über die Frage des Krieges, über die Frage der Notwendigkeit der Verteidigung der Verfassung, über
den Gesetzentwurf HCR 107 von Congressman Jones, wo er sicherstellen will, dass der Präsident sich an den Kongress wendet, bevor er in irgendwo einen Krieg anfängt. Und hat also die, man hat hier die dramatischsten Reden gehört von Republikanern über die Frage, die Verfassung zu verteidigen und warum es also absolut widerwärtig ist, dass die USA heute dieselbe Politik haben, die sie vor 230 Jahren in der amerikanischen Revolution bekämpft haben, damals von George dem Dritten. Das war eine fantastische Veranstaltung. Aber glauben Sie, dass auch nur eine einzige wichtige Zeitung oder ein wichtiges Medium dort gewesen wäre? Niemand. Als die blockfreie Bewegung 1976 bei ihrer jährlichen Konferenz in Colombo in Sri Lanka einen Aufruf gemacht hatten, also einstimmig angenommen hatten, für die Errichtung einer neuen gerechten Weltwirtschaftsordnung. Das ging ganz parallel mit Lyndon LaRouches Vorschlag zur Errichtung einer internationalen Entwicklungsbank. Ich habe damals den entsprechenden Vertreter bei der DPA angerufen und habe gefragt, wann wird denn darüber jetzt berichtet? Und dann sagt er, das wird nicht berichtet, das halten wir nicht für berichtenswert. Und ich habe gesagt, wie bitte? 85% der Menschheitsbevölkerung hat durch ihre Vertreter gerade beschlossen, sie wollen eine gerechte Weltwirtschaftsordnung. Und die sagen, und sie sagen hier einfach, das ist nicht berichtenswert, aber das, so ist es passiert. Ja? Dinge, die nicht in das Interesse der Oligarchie fallen, werden nicht berichtet. Man könnte natürlich jetzt sagen, dass zur Zeit des Internets die Leute natürlich Zugang haben zu Quellen anderer Art. Aber das Problem mit dem Internet ist, wenn man nicht bereits einen gut ausgebildeten Geist hat, dann weiß man überhaupt nicht, wonach man suchen soll. Das Internet ist ganz wundervoll und hilfreich, wenn man weiß, was man da tut. Aber für viele Leute ist das gar nicht der Fall, die einfach nur mit Informationen überschwemmt werden, die nicht wissen, wie man die Dinge zusammenbringt, analysiert und auch in einen vernünftigen Sinnzusammenhang stellt. Diese sogenannten alternativen Radiomoderatoren, alternative Webseiten, ich denke, diese sollten ihre Anstrengungen viel, viel mehr koordinieren und verbinden, sodass sie eben etwas dazu beitragen können, dass wir die Bevölkerung sehr, sehr schnell ausbilden können. Ich denke, wir sind in einer Zeit, in der es zu sehr raschen Veränderungen kommen kann, wo jetzt zum Beispiel die Ermordung des Botschafters der USA in Benghazi hat schon so einen kleinen Mini-Pearl Harbor-Effekt gehabt. Nach Augenzeugen war damals nach den Angriffen auf Pearl Harbor die Stimmung in der Bevölkerung innerhalb von 2 Stunden komplett verändert. Und mit dem, was ich eingangs sagte, am Anfang dieser Veranstaltung, sind in so einer Zeit, wo wir erwarten können, dass die Menschen ganz plötzlich auch ihre Sichtweisen, ihre Ansichten ändern, weil ihnen auf einmal klar wird, dass wir es hier mit einem Bruch zu tun haben zwischen der Ideologie, an die sie bis gerade eben geglaubt haben, und der Realität, die jetzt zum Vorschein kommt. Das ist in solchen Zeiten, wo wir mit unseren Konzeptionen intervenieren müssen. Es gibt in der Geschichte oft lange Perioden, in denen es fast unmöglich ist, etwas zu verändern. Dann kommen allerdings die Zeiten, die ich die Sternstunden der Menschheit nenne. So etwas war zum Beispiel der Mauerfall im November 1989. Damals, 1989, hätten wir die Geschichte zum Besseren verändern können. Wir hatten einen Plan, das produktive Dreieck, woraus später die Weltlandbrücke wurde. Und wir hätten diese historische Chance damals nutzen können, um die Welt zum Besseren zu verändern. Leider war damals die oligarchische Fraktion, die George Bush Senior Administration, haben sich entschlossen, das Empire weiter aufzubauen, Regimewechsel voranzutreiben und so weiter.
Aber jetzt, heute, kommen wir zunehmend in diese Lage, wo das alte Paradigma nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Und deswegen müssen wir Menschen so schnell wie möglich darauf vorbereiten und diskutieren, dass es Alternativen gibt zu diesem System. Deswegen habe ich diesen Webcast hier angesetzt, um zu sagen, es gibt diesen Plan für die Entwicklung Europas, für den Mittelmeerraum, für Afrika, für die strategische Verteidigung der Erde, die Weltlandbrücke. Und das sind Dinge, die wir auf den Tisch kriegen müssen, in die Diskussion kriegen müssen. Es muss dazu eine öffentliche Diskussion geben und dann können wir das auch schaffen. Und zur Frage von mutigen Männern und Frauen, ich denke, es gibt sie durchaus, aber wir müssen sie finden. Es gibt Leute, die sich völlig aus der Politik heraushalten oder herausgezogen haben. Und diesen Leuten muss man eben sagen, dass sie wieder auftreten müssen. Dass sie sich einsetzen müssten. Aber das heißt natürlich, in der Bevölkerung diesen Geist zu erwecken, zu intervenieren in der Geschichte. Und ich denke, wenn wir Glück haben, dann schaffen wir das auch.